Moin! Herzlich willkommen hier zur Samstagnachmittagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfachmap, Version 2.0 ohne Gräben. Und wir sind gerade dabei. Wir haben Ketchup und Mayo geladen. Ketchup verkaufe ich bei Aldi. Ich hätte jetzt gerade gedacht, ich hätte mich verfahren. Nee, alles gut. Ketchup verkaufe ich hier bei Aldi. Mayo nehme ich mit und bringe das gleich ins Lager, ins Zentrallager. Weil ich dafür einfach nicht viel Geld kriege hier. Oh, mal gucken, was es denn dafür gibt. Wir knöseln jetzt erstmal hoch zum Dingenskirchen. Wie fahre ich denn jetzt am besten? Na, da komme ich ja gar nicht lang. Kann ich ja bis zum Eierhof fahren. Kann ich auch noch mal gucken, wie es denn beim Eierhof überhaupt aussieht. Vielleicht kann ich auch noch gleich ein paar Eier abholen. Ich meine, ich habe jede Menge Eier da bei der Produktion stehen, bei der Mayo-Produktion. Wir fahren da oben mal lang. Take the long way home. Wer hat das gesungen? Supertramp? Foreigner? Ne, Supertramp, ne? Ich weiß auch nicht. Ich will aber jetzt nicht anfangen, euch das vorzusingen, weil dann schaltet ihr alle ab. Ich weiß ja, dass ich nicht singen kann. Unterscheidet mich ja von vielen Kandidaten von DSDS. Die wissen nämlich nicht, dass sie nicht singen können. Aber, ja, so sieht's aus. Ja, jetzt fahre ich einfach mal kurz den Umweg am Eierhof vorbei. Vielleicht haben wir ja Eier, die wir mitnehmen können ins Kühlhaus. Vielleicht auch nicht. Ich war jetzt etwas verwirrt, wo ich reinfahren muss. Ich höre mich in letzter Zeit häufiger sagen, ich bin etwas verwirrt. Also muss ich wohl etwas verwirrt sein, wenn ich das so oft sage. Hier gibt es Eier abzuholen. Jetzt nicht so mega viele, aber auch nicht nichts. Also gut, an die komme ich jetzt nicht ran. Die sind so weit weg. Egal. Die können aber ja noch produzieren. Die haben ja noch Platz. Fahre ich da oben rum? Kann ich eigentlich auch, ne? Kann ich eigentlich auch. So, wenn wir das weggebracht haben, dann kümmern wir uns mal wieder um die Ballen. Aber was wir uns auch gar nicht mehr drum gekümmert haben, sind ist hier unsere Obstplantage. Sträflich vernachlässigt, könnte man sagen. Aber was soll's. Kann ich alles machen. Ah, das mit dem Ketchup. Das läuft ja gar nicht schlecht. Das läuft ja gar nicht schlecht.
3-Millionen-Grenze gerade geknackt. Top. Können wir bald mal wieder auf Feldersuche gehen. Dann irgendwann auch mal wieder auf Maschinensuche gehen. Ups. Ah, Kartoffelfabrik muss ich auch mal wieder gucken, wie es da aussieht. Hier müsste ja eigentlich alles fürs Kühlhaus sein. Kühlhaus war da hinten, ne? Ja. Eier werden hier nicht angenommen. Ich werd weich. Mayo wird hier nicht angenommen. Wollen die mich verarschen? Das muss doch gekühlt werden. Also Eier mag ich ja noch konform gehen, aber Mayo wird doch gekühlt, oder nicht? Oder täusche ich mich da? Nee, doch nicht. Ey, Quatsch, ist wahrscheinlich so viel. So, aber hier wird's angenommen. Schön. Alles losgeworden. Den lassen wir jetzt mal kurz hier stehen. Und kümmern uns mal in welcher Reihenfolge taucht das hier unten eigentlich auf? Schauen wir uns erstmal um den da. Ist der voll? Ja, der ist voll. Auch jetzt gerade erst. Ne, doch nicht. Schon länger voll. Also. Ab dafür. Ab durch die Mitte. Ab durch die Mitte. Nicht in das Lager. Sondern hier in das Lager. Sammeln. Dann haben wir hier einmal das komplette Feld in Silage versemmelt höchstens. Bisschen abbremsen. Sag mal, hört ihr eigentlich das Quietschen auf dem Video von meinen Pedalen? Ganz, ganz, ganz grausam. Öl kann es nicht liegen, da war nämlich keins dran. Muss ich mal ein bisschen mit WD-40 nachhelfen oder so. Da bin ich auch mal gespannt, wie viele Ballen wir hier denn zusammengekriegt haben. Nachher im Endeffekt auf dem Feld. Er könnte er bei dem Vorgewende Probleme mal kriegen. Ja.
fahren jetzt die eben schnell weg, dann brauche ich mich nämlich gleich nicht so schnell um den wieder kümmern. So, jetzt will ich mal eben schauen, wie viel haben wir denn jetzt hier schon drin? Ballen, 800 passen rein. Also jetzt kriegen wir halb voll hier, das Lager nur. Nur. Krass. Und hier, was passt hier rein? 48 Ballen. Naja, wie dem auch sei. Das ist ja jetzt dann nicht so viel. Ist schon eine ganze Menge natürlich. 948 Stück. Wie sieht's da aus? Der ist auch voll. Ja, noch nicht so lange, aber er ist voll. Und deshalb fahren wir den natürlich weg. Ups, Entschuldigung. Melden sich. Nach der Mehlfabrik. Okay, die arbeitet noch so ein bisschen. Bäckerei. Stockt es da? Fehlt da? Milch und Butter, Quark und Sahne. Milch und Butter, Quark und Sahne. Gibt's hier irgendwo Panel? Da oben wahrscheinlich. Ich will nur sehen, wie viel da reinpassen. Nehmen wir 20 von jedem, würde ich sagen, wenn ich so viel überhaupt habe. Milch, Butter, Quark und Sahne, richtig?
Ja, meine Freunde, ihr hört es. Die Zeit ist um. Wer hat an der Uhr gedreht, könnte man auch sagen. Wie gesagt, ich erspare euch das mit dem Singen. Das will ich euch nicht antun, auf gar keinen Fall. Und ich werde jetzt hier mal ein bisschen querbeet einfahren. Ja, das wird natürlich nicht so. Ist natürlich auch klar. Wenn es euch gefallen hat, wie ich hier gerade mich um Kopf und Kragen fahre, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Oh Mann, ey. Oh, ey. Bin doch nicht bescheuert. Doch so wie ich fahre schon. So, ja. Kommt mich bei Facebook besuchen. Ja. Und kommt vor allem morgen wieder vorbei. Morgen, 10 Uhr, Montag. Nächste Ausgabe Let's Play LS17. In diesem Sinn, sag ich mal, ciao.